Herzlich willkommen zurück zu Field Commander Napoleon mit dem zweiten Italienfeldzug. Ja, wir haben Napoleon nach einem sehr, sehr erfolgreichen Ägypten-Syrien-Feldzug ja verlassen. Historisch hat er seine Truppen verlassen 1799 in einem kleinen Segelschiff wieder zurückgesegelt nach Frankreich. Ein Schiff, das als englisches Schiff getarnt war, so ist er durch die Blockade gekommen. Und ja, hat dann seinen Staatsstreich durchgesetzt, den er, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, während des Ägyptenfeldzugs sehr intensiv vorbereitet hatte, an dem diverse Charaktere der französischen Revolution beteiligt waren, oder der gesamten Revolutionszeitraums des Zusammenhangs. Denken wir an Talleyrand, an in Abbé de Sieyès, an Fouché und dergleichen mehr. Und also am 18. Brumaire, ja, 1799, wurde das Direktorium gestürzt und Napoleon als erster von drei Konsuln sozusagen zum neuen Oberhaupt der Französischen Republik, neben ihm Roger Ducos und der Abbé de Sieyès. Und im Dezember 1799 machte dann eine Volksabstimmung Napoleon zum ersten Konsul auf Lebenszeit. Eigentlich war das Amt auf 10 Amtsjahre beschränkt gewesen zu Beginn. Aber genau, damit wird er im Grunde zum Diktator Frankreichs. Und wie kommt es jetzt dazu, dass wir hier in Italien sind? Wir waren doch gerade noch in Ägypten bzw. Syrien. Ja, der Ägyptenfeldzug ging auch noch weiter. Bis 1801 waren noch französische Truppen in Ägypten, die aber dort von den Osmanen und Mamelucken verdrängt wurden und eben stark litten unter den Bedingungen dort, den klimatischen und der Pest und dergleichen mehr. Jetzt sind wir hier in Italien, denn 1799 bis 1801 währte der zweite Koalitionskrieg. Und zwar hatten Österreich und Russland wieder die Offensive übernommen und waren vorgestoßen, vor allem im deutschen Raum, und hatten die Franzosen weit zurückgedrängt, in Norditalien eben auch. Da waren die Österreicher, ich glaube auch gemeinsam mit russischen Truppen, auf dem Vormarsch, hatten die zuvor von der Französischen Republik besetzten Gebiete, in denen dann ja die Satellitenstaaten gewissermaßen, Cisalpinische Republik und dergleichen, eingesetzt wurden, wieder besetzt. Und jetzt ist die Situation die folgende: Napoleon hat seine Truppen gesammelt. Die Russen sind mittlerweile aus der Koalition ausgetreten. Der Zar Paul I., der war immer so ein bisschen unentschlossen, was er eigentlich machen sollte. Und ja, eine Offensive in die Niederlande, die die Russen geplant hatten, die wurde von den Franzosen zurückgeworfen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt für Paul II., sich aus der Koalition zurückzuziehen. Hier kämpfen also jetzt nur noch die Österreicher. Die Briten sind natürlich auch noch im Krieg, aber hier in Italien nur die Österreicher anwesend. Napoleon hat seine Truppen gesammelt. Er hat die Eidgenossenschaft, die ja auch durch die Französische Republik übrigens besetzt war, wieder unter französische Kontrolle gebracht und ist über den St. Bernhard Pass jetzt mit einem Korps hier nach Italien einmarschiert. Wir sehen hier seine Position. Außerdem haben wir hier Soult und Tarot jeweils mit einem angeschlagenen Korps in Genua stehen. Die Hauptmacht der Österreicher hier in Savona. Wir sehen das hier: Frimont, zwei Korps von Mellas, zwei Korps von Ott und zwei von O'Reilly. Außerdem hier in Turin Haddock und Keim positioniert und in Mailand Vakušović mit zwei Korps. Die Franzosen halten Nizza noch. Wir sehen da das Korps von Suchet, das
sozusagen immer noch die Ausgangsbasis ist für einen möglichen zweiten Vorstoß hier Massenas Truppen, die da immer noch unterwegs sind. Nun, was haben wir hier? Ein Napoleon, der mittlerweile einen Kommandowert von 3 erlangt hat. Bisher hatte er ja immer nur 2. Dann sehen wir hier die Kurs Lannes, du Elsme, Victors Kavallerie, Victors Infanteriekorps und Moncey's Infanteriekorps. Wir konnten keine Truppen aus der vorherigen Kampagne mitnehmen, aus dem Ägyptenfeldzug. Die sind halt da noch im Einsatz gewissermaßen. Ja, stärksten Einheiten ist eigentlich Victors Kavallerie, Aktivierung 8, Kampf 7-4. Die anderen sind alle gleichwertig, alle 8 Aktivierung, 6 Kampfwert. Suchet sehen wir hier 5. Bei Soul und Tarot gibt es eine Sonderregel in diesem Szenario, und zwar die Belagerung von Genua durch die Österreicher. Soul und Tarot beginnen die Kampagne reduziert. Sie können während der gesamten Kampagne nicht aufgefrischt werden. Und die Kampagne ist ja sowieso sehr kurz. Wir sehen das hier. 1, 2, 3, 4 Züge maximal, also 4 Runden. Und im besten Fall schaffen wir den Sieg sogar schon in der zweiten Runde. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten, dritte Runde ist, glaube ich, auch noch okay. Sozusagen der historische Zeitrahmen. Dann haben wir die Besonderheit Klagenfurt, Mantua und Genua zählen nicht als Stadt. In dem Sinne, dass da keine Einheiten spawnen, gewissermaßen neue Einheiten in der Nachschubphase eingesetzt werden. Und dass da eben auch keine Befestigungen sind. Und die Zielstädte sind diesmal Mailand, Marengo, wo sozusagen die zentrale Schlacht eigentlich dieses Italienfeldzugs stattgefunden hat. Napoleon mit einer unterlegenen Truppe gegen die Österreicher kämpfte und dann, wie eigentlich in all seinen großen Schlachten, durch die Verstärkung das Blatt gewendet werden konnte. Und gerade so noch ein, naja, kein entscheidender Sieg, aber eben ein Sieg für die Republik errungen werden konnte. Dann Nizza auch noch Zielstadt. So sieht's aus. Was haben wir noch? Marengo und Lodi beginnen die Kampagne mit 2 zufälligen Rekruten. Ja, ich gehe mal davon aus, dabei handelt es sich um gegnerische Rekruten. Ziehen wir also mal 2 Marengo. Ups, jetzt ist hier einer runtergefallen. 2 für Marengo, 2x Infanterie haben wir da. Und Lodi war das andere, ja. Lodi. Und nochmal Kavallerie. Versorgungslage. Die Gegner haben 9 Nachschub, Franzosen nur 2. Und das Problem ist, dass sie momentan auch nur eine Stadt halten. Sie müssten gegebenenfalls Mailand einnehmen, denn Turin ist ja völlig unwahrscheinlich. Mailand einnehmen, um noch eine weitere Stadt zu haben, um ein bisschen Punkte zu machen. Ist überhaupt die Frage, wie wir hier strategisch vorgehen wollen. Ziehen wir uns aus Genua zurück, vereinen sozusagen einen Teil der Truppen hier in Lodi, um erstmal die Rekruten aus dem Spiel zu nehmen, und gehen mit dem Rest nach Mailand und hoffen, dass wir Nizza erfolgreich verteidigen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen gerade mein Plan. Wir könnten noch Punkte für einen Gewaltmarsch einsetzen, sind aber nur 2, da würde ich also von absehen. Ich würde stattdessen eher darauf setzen, wenn wir Mailand genommen haben, dann mit den zusätzlichen 2 Punkten, die wir bekommen, eine Artillerie zu holen, eine 4er Artillerie als Rekrute einzusetzen. Das ist momentan mein Plan. Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten? Ich glaube nein, wir haben die Regeln. Die Sonderregeln sind wir durchgegangen. Einheiten bewegen sich in Gruppen von 3 im selben Gebiet. Ja, okay. Dann beginnen wir den ersten Zug. 15. Mai 1800. Und Napoleon beginnt seine Gegenoffensive in Norditalien. Kommt hier aus Lonato über die Alpen und wird jetzt hier seine Truppen aufteilen. Du Esme, Victor.
bin auch unentschieden, wohin die Kavallerie gehen soll. Aber Soult und Tarot werden die Zielstadt Genua aufgeben und mit Lan und Duez mit zusammentreffen, denke ich. Lasst mich mal kurz schauen. Der Gegner hat 5 Punkte hier. Wir bräuchten also 15, um den Feind zu überrennen. Von daher wird es notwendig sein, beide Einheiten hier reinzusetzen. Und sofern der Nebel des Krieges da nicht eben noch eine weitere Einheit reinbringt, ja, und dann müssen wir die anderen hier mitnehmen, sowohl Victors Kavallerie als auch die Korps von Mancy und Victor nach Mailand, wo wir die Stadt belagern müssen. Und wir beginnen hier mal mit der Schlacht von Lodi. Wir müssen natürlich für den Kriegsnebel würfeln. Der Gegner hat mehr als 7 Nachschubpunkte, deswegen wird er 4 bezahlen, um sein Würfelergebnis um 4 zu modifizieren. Er würfelt eine 3 plus 4, 7. Die Schlacht dauert 5 Runden. Aber wir bekommen 2 Nachschubpunkte vom Gegner. Ja, hervorragend. Dann können wir sogar überlegen, ob wir doch nochmal 2 Einheiten im Gewaltmarsch anschließend bewegen wollen oder nicht. Die Gegner haben keine weitere Verstärkung bekommen, sind damit überrannt, denn sie kommen zusammen nur auf 5 Punkte. Wir haben hier 16, was mehr als 3-mal so viel ist. Also, die Schlacht von Lodi war schon mal erfolgreich. Weiter geht's mit der Belagerung von Mailand. Da kriegen wir keine Überlegenheit hin. Wir würfeln wieder für den Kriegsnebel. Diesmal hat der Gegner nicht mehr genug Nachschub, um den Wurf zu modifizieren. Wir würfeln eine 1. Das heißt, die Schlacht würde nur 2 Runden lang dauern. Wir können auch nicht nochmal würfeln, weil wir keinen Scout haben. Das heißt, wir beginnen mit der Belagerung von Mantua. Von Mailand, sorry. So sieht die Schlacht bei Mailand aus, die Belagerung von Mailand. Und wir müssen entscheiden, wie wir uns aufstellen wollen, ob wir so vorgehen wollen oder beispielsweise Victor nutzen wollen, um einen Kavallerieangriff über die Flanken vorzunehmen. Ihr seht das hier, die österreichischen Einheiten sind nicht sonderlich stark. Hier Vukusovic Infanteriekorps, Kampfstärke 2, seine Kavallerie 3-2, die sind nicht so das Problem. Was mir Sorgen macht, ist die Festungsartillerie, der wir nur zu Leibe rücken können, ehrlich gesagt, wenn wir es schaffen, entweder den Sweep durchzuführen. Ja. Ich meine, Plünderung wäre ja auch eigentlich ganz nett, ne? Wenn wir noch mehr Punkte, wenn wir sozusagen auf 8 Punkte kämen, um noch mehr Einheiten, Rekruten einsetzen zu können. Zum Beispiel halt in Nizza und in Lodi, wobei auch in Mailand sicherlich es nicht schaden würde, noch weitere Verstärkungen zu haben. Ja, ich werde aber auf Nummer sicher gehen. Ich werde den Sweep versuchen, denn Napoleon hat ja diesmal einen Kommandowert von 3 plus 1 ist 4 diesmal. Da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher zumindest, dass wir Erfolg haben werden. Und dann können wir noch 2 weitere Befehle rausgeben. Und wir werden wieder den Vorrücken und Feuern Befehl geben. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich noch einen Befehl geben möchte. Flankieren wäre noch eine Möglichkeit. Gehen wir mal mit dem Flankieren und schauen mal, ob dann ein Gegner in dieser Zone ist, damit das überhaupt Erfolg haben wird. So, ich ziehe 2 zufällige Schlachtpläne. Und die erste für Vukusovic. Beziehungsweise sind ja beides Vukusovic-Einheiten. Und wir haben gezieltes Feuer, beziehungsweise gezielter Angriff. Und
Nahkampfbefehl. Dann kommen wir zur Ausführung der Befehle. Der gezielte Feuerbefehl kann nicht ausgeführt werden, da kein Gegner in Schussreichweite ist. Der Nahkampfbefehl, wenn die Einheit sich in Linie befindet, muss sie nicht auf Aktivierung würfeln, das ist aber nicht der Fall. Aktiviert auf 6, ich würfle eine 4. Das heißt, vorrücken, wenn der Gegner in dieser Zone ist, das ist nicht der Fall. Infanterie angreifen, ist aber kein Gegner da. Nochmal angreifen und dann Linienformation. Okay, dann haben wir noch die Artillerie, die Befestigungsartillerie, die schießt und trifft mit einer 3. Das ist besonders ärgerlich. Und ich würde sagen, die sind beide gleichwertig, deswegen entscheide ich das jetzt einfach selber. Monsi soll den Schaden nehmen. Wobei, warte mal, ich habe vergessen, für den Sweep zu würfeln. Vielleicht gelingt es uns, vorher nochmal Viktor zu aktivieren. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das muss man ja vorher machen. Auf einer 10 passiert das aber nicht. Okay, dann kommen wir zu unseren Befehlen. Viktors Infanteriekorps rückt vor, geht in die Linienformation, kann aber leider niemanden angreifen. Mosis Korps hat niemanden in Kampfreichweite. Der Befehl wird also ignoriert. Wir gehen in die nächste Runde und versuchen dieses Mal aber rechtzeitig den Kavallerie-Flankenangriff zu aktivieren. Eine 7, das heißt, das war nicht erfolgreich. Ich kann ihn schon mal zur Seite tun, denn die Schlacht wird gleich enden. Und was wir jetzt tun könnten, ich überlege, was wir jetzt tun könnten. Ich denke, wir werden Morsi wieder den Flankenangriffbefehl geben und ich werde der Kavallerie Viktor den Kavallerieangriff geben. So sieht's aus. Dann ziehe ich wieder zufällig für den Gegner hier Schlachtpläne. Und die werden jetzt ausgeführt. Wir haben hier das Dreieck 6. Muss auf Aktivierung würfeln. Eine 5 ist aktiviert. Ist schon in Kolonne. Vorrücken. Angriff mit plus 2, plus 2. Das heißt, mit 5-4 gegen Viktor. Das ist eine 8, das heißt, das ist kein Treffer. Dann in Linienformation, weil der Gegner in Schussreichweite ist. Und hier haben wir schnelles Vorrücken. Ist nicht in Kolonne, deswegen muss auf Aktivierung gewürfelt werden. Eine 4, das heißt, er aktiviert. Jetzt muss ich mal gucken. Er ist keine Kavallerie, das heißt, er rückt nur einmal vor und geht dann in Kolonnenformation. Okay. Soweit so gut und dann werde ich jetzt hier mit Viktor standardmäßig feuern. Er trifft auf eine 6 oder weniger, das ist eine 3 und ich werde jetzt auswürfeln, welche von beiden Einheiten hier getroffen wird. Ungerade für die Kavallerie eine 1, das heißt die Kavallerie ist damit zerstört. Dann 1, 2, 1, 2 werden wir den Flankenangriff mit Morsi durchführen. Vorrücken und verbesserter Schockwert. Da die Einheit aber sowieso in Kolonne ist, kann sie den Schocktest nicht erfolgreich absolvieren. Sie nimmt Schaden, zieht sich zurück. Dann Morsi im Angriff mit 3. Eine 2, er trifft sogar. Jetzt müssen wir nur schauen, welche von beiden Einheiten. Trifft er auf eine 8, trifft er die Garnison. Und dann haben wir noch Viktors Kavallerie, die nichts mehr erreichen kann. 1, 2, vorrücken, das war's. Dann müssen wir jetzt mal Punkte zählen. Der Gegner hat wie viele Punkte? 8. 24 wäre also der Wert, den wir brauchen, um hier dreifache Überlegenheit zu haben. Wir haben 16, wir sind also weit davon entfernt. Kommen jetzt in die Rückzugsphase und müssen würfeln, was hier passiert. Eine 2 heißt, die Schlacht beginnt von vorne mit den verbleibenden Einheiten. Okay, so, Kolonne, ihr bleibt hier.
So sieht's aus. Wir müssen nochmal für den Fog of War würfeln, glaube ich. 1, 8, 3. 1, 2, 3. Wir müssen 2. Das ist ja ärgerlich. Die 2 Nachschubpunkte, die wir vom Gegner bekommen haben, müssen wir ihm wieder zurückgeben. Okay. Aber immerhin keine Einheitenverstärkung für den Gegner. So, dann lasst mich überlegen, was wir jetzt tun. Weil jetzt wäre es schon gewissermaßen wünschenswert, doch den Plündernbefehl einzusetzen. Und ihr sollt mal hier in Kolonne kommen. Dann soll... Wie viel haben wir da noch? 2 Befehle. Kavallerie könnte hier hinkommen und angreifen. Versuchen wir das mal. Und Viktor soll mal den Flankenangriff bekommen, den er aber nur erfolgreich ausführen kann, wenn Vukušević in dieser Position ist. Von daher bin ich hin und her gerissen, ob das der richtige Befehl für ihn ist. Er kann so oder so nichts erreichen. Okay, dann würfeln wir als allererstes den Raid aus. Auf einer 1 kriegen wir 3 Nachschubpunkte vom Gegner. Haben wir uns wieder revanchiert. Das wechselt also einmal durch. Jetzt haben wir 5. Der Gegner hat noch 2 Punkte. Und wir ziehen einen zufälligen Befehl aus der Box. Gezieltes Feuer kann nicht ausgeführt werden. Und dann wird die Artillerie schießen. Sie trifft nicht auf einer 9. Ja, kommen wir zu unseren Befehlen. Das haben wir erledigt. Und Kavallerie. Sturmangriff 4, 2 und Angriff jetzt noch mit 7, 4. Das ist leider nur eine 7. Das heißt, wir müssen mal eben auswürfeln, welche Einheit den Schaden nimmt. Das ist die Garnison, glücklicherweise. Die ist damit aus dem Spiel. Jetzt müssen wir hoffen, also es gehen jetzt mal in die nächste Runde, müssen wir mal überlegen, was wir jetzt am besten tun. Ich würde sagen, wir geben folgenden Befehl raus: Kavallerieangriff mit Prepare, also wir können, bevor der Gegner dran ist, den Sturmangriff ausführen. Ja, einen anderen treffenden Befehl sehe ich jetzt nicht. Das heißt, wir ziehen nochmal, auch wenn der wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommt, beziehungsweise garantiert nicht mehr. Doch. Ignoriert den ersten Treffer. Das wird jetzt interessant. Also, wir haben Prepare-Befehl gegeben. Das heißt, wir können diesen Befehl jetzt ausführen, bevor der Gegner am Zug ist. So, Viktor wird vorrücken. Diese Einheit kann den Schocktest nicht, bestehen und würde entsprechend eigentlich vernichtet sein, aber sie nimmt den Schaden nicht. Da muss ich mal eben in den Regeln nachschauen, ob sie sich denn jetzt trotzdem zurückzieht oder was sie denn eigentlich tut. Bin sofort wieder da. Und die Lösung war schnell gefunden. Wenn der Close Ranks Battle Plan den Schocktreffer annulliert, zieht sich die Einheit trotzdem zurück. Also machen wir das. Die Einheit zieht sich zurück. Der erste Treffer ist damit abgewehrt und der Schlachtplan von der Kavallerie kann jetzt trotzdem weiter ausgeführt werden. Das heißt, er bewegt sich wieder vor und hat wieder einen Schockwert.
der natürlich wieder nicht bestanden werden kann, weil beide Einheiten sich in der Reserve befinden. Ich würfel jetzt aus, wer hier den Schocktest machen soll. Eine 3, das heißt hier, Vukusovics Infanterie ist damit raus, das hat sich erledigt. Aber Viktor kann noch einen Angriff ausführen, das wird er jetzt machen. Er hat einen Angriffswert von 7,4. Wartet mal, wir können da näher rangehen. Er hat einen Angriffswert von 7 hochgestellt. 4 befindet sich im Nahkampf mit der Befestigung. Das heißt 10,7. Und das ist eine 7. Das sind 2 Treffer. Die Befestigungsartillerie ist zerstört. Und Napoleon hat Mailand erobert. Napoleon hat Mailand erobert. Und wir könnten jetzt überlegen, wir haben 5 Nachschubpunkte. Und ich sehe gerade, die Sorgen, die ich mir gemacht habe, waren völlig unberechtigt. Ich habe gar nicht hier auf das Szenario geguckt. Wir kriegen auf jeden Fall 3 Punkte plus 3 weitere für jede französisch gehaltene Stadt. Das heißt, wir können tatsächlich noch Gewaltmärsche vornehmen, wenn wir das wollen. Denn wir haben 2 Städte unter unserer Kontrolle. Das heißt, wir kriegen 9 Punkte so oder so. Jetzt kommt es quasi nur noch auf die Strategie an, die wir wählen wollen. Wollen wir defensiv spielen oder offensiv? Ich würde sagen, da wir hier so viele Gegner haben, werden wir auf jeden Fall defensiv spielen. Das heißt, wir setzen jetzt keine Punkte ein, um einen Gewaltmarsch vorzunehmen, sondern wir holen uns jetzt 9 Punkte. Damit sind wir bei 14 Punkten. Und dann schauen wir jetzt mal, was wir uns davon holen. Ich bin auf jeden Fall für Artillerie. Zum Beispiel so. Wären wir bei 11, hätten wir noch 3 Punkte über. Für 3 Punkte könnten wir uns eine Rekrute holen oder eine angeschlagene Garnison. Die würde sonst 5 kosten. Oder wir holen uns eine vollständige Garnison. Eine 5er Artillerie und eine 4er Artillerie. Ich glaube, das ist die Kombination, die ich gerne haben möchte. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie verteilen wir die Einheiten? Wir werden eine Garnison nach Mailand stellen. Wir werden Napoleon... wollen wir Napoleon eine Artillerie geben? Oder wollen wir beide Artillerieeinheiten nach Nizza bringen? Ich glaube nicht. Wir werden die 4er Artillerie Napoleon geben. Wir hätten auch noch Mancy wieder auffrischen können. Wäre auch eine Option gewesen. Egal, wir brauchen jetzt glaube ich eher die Einheiten, die zusätzlichen. Und Suchet bekommt dann die 2. Batterie. Ja, und dann kommen wir zum Zug der Gegner und dann müssen wir mal auswürfeln, wie die sich jetzt verhalten werden. Mitte Mai 1800 hier in der Lombardei und in Ligurien hier natürlich auch an der Küste. Die Österreicher sind am Zuge und sie haben noch 2 Nachschubpunkte, wovon sie einen Punkt ausgeben werden, um die Würfelergebnisse zu modifizieren. Und wir beginnen mal mit den 3 Korps in Turin. Ich würfle eine 3 plus 1 ist 4. Position halten. Sie bleiben also defensiv in Turin. Kommen wir zu den beiden Rekruten hier in Marengo. Ich würfle eine 6 plus 1 ist 7. Sie gehen in eine zufällige Position. Dafür haben sie 1, 2, 3, 4, 5 mögliche Ziele. Wir beginnen also mit im Umlauf, ne? 5, 6 und dann wieder rum. Eine 2, das heißt auch sie begeben sich nach Turin, und geben damit Marengo frei. Dann kommen wir jetzt zu den Einheiten hier in Savona und lasst mich mal kurz reinschauen. Also da gibt es 2 Einheiten von Millas, 2 Einheiten von Ott, 2 von O'Reilly und Frimont. Und ich entscheide jetzt einfach zufällig,
Fremont wird sich mit O'Reilly bewegen. Und die anderen beiden sollen im Zweier-Stack bleiben, würde ich sagen, weil sie denselben Kommandanten haben, auch wenn das Szenario sagt, in Gruppen von 3 Einheiten. Das scheint mir unsinnig. Würfen wir als erstes für Fremont und O'Reilly. Eine 6 wird zur 7, wird zum zufälligen Befehl. 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Neu würfeln. Das ist eine 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Sie greifen Nizza an. Würfeln wir dann für Melas. Eine 3 wird zur 4. Melas hält die Position hier in Savona, wo die Österreicher ja auch eine Garnison in Stellung gebracht haben. Und eine 6 wird zur 7 schon wieder zufällig. Eine 10, das heißt nochmal würfeln. Eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odds. Kurs begeben sich nach Marengo. Das war eine interessante Bewegung und wir werden hier unten eine Schlacht sehen möglicherweise. Dafür muss ich mal eben die Einheiten zählen. Wir sehen das hier, die österreichischen Einheiten haben insgesamt eine Kampfstärke von 6. Das ist nicht sonderlich viel. Das Dreifache von 6 ist 18 und wir haben tatsächlich hier in Nizza eine Kampfstärke von 19. Wenn also nicht durch den Fog of War noch eine weitere Einheit für die Österreicher hinzukommt, haben wir da direkt schon gewonnen. Ich würfle eine 4. Das heißt, die Schlacht würde 3 Runden gehen und wir könnten 2 Nachschubpunkte bezahlen, eine französische Rekrute in ein französisch besetztes Gebiet begeben. Das bedeutet keine Verstärkung für Fremont und O'Reilly und die Einheiten sind überrannt und aus dem Spiel genommen. Ja, und da ist dann der Zug der Österreicher fast schon am Ende. Wir würfeln jetzt noch für Nachschub. Und zwar für jede feindlich gehaltene Stadt. Da gibt es nur noch Turin. Würfle ich eine 7. Das heißt, der Gegner bekommt 3 Nachschubpunkte, ist damit wieder bei 4 Nachschubpunkten. Und wir kommen in den Juni 1800. 1. Juni, Monatsbeginn. Die Franzosen sind am Zug und wenn sie gut sind, dann machen sie den Sack jetzt zu. Und wie könnte ihnen das am besten gelingen? Das müssen wir uns jetzt mal in Ruhe anschauen. Ja, also in Turin wird es zur Entscheidungsschlacht kommen müssen. Und dann gibt es aber auch noch mal Marengo und Savona. Ja, das heißt, als allererstes werde ich mal Tarots Einheit nach Genua zurückbringen. Einfach um die Position besetzt zu haben. Dann werde ich mal eben gucken, wie viele Punkte die haben. Ja, Melas, das ist, glaube ich, der mit den stärksten Einheiten. Das mal eben hier, sorry, dass meine Hand davor ist. Ihr seht das hier, Haddick. Der hat auch nur 2er Kors, Ott 3 und 2, die Kavallerie also auch nicht gut. Hier sind die stärksten Einheiten. Belas 6 und 7. Ich bin fast geneigt, hier die Artillerie hinzubringen. Diese, zack, die kommt hier rüber. Ach, die können ja gar nicht hier hinmarschieren. Das war gerade ein Gedankenfehler von mir. Das heißt, was wir machen müssen, ist einen Gewaltmarsch zu bekommen, ne? Wir müssen also plündern und Nachschubpunkte bekommen irgendwie, weil das ist ja Selbstmord, das so rumzumachen. Also Napoleon wird hier die Artillerie mitnehmen und auf jeden Fall nach Turin reinmarschieren. Das können wir ja schon mal machen. Er geht nach Turin. Wie viele Punkte hat er so bei sich eigentlich? 17. Der Gegner hat 10
19. Also 57 wäre das Dreifache. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hin, aber der Kampf wird schnell geführt sein. Hier hat der Gegner 5 Punkte, das heißt 15. Wenn wir die Einheiten reinbewegen, sind wir bei 12. Sind wir bei 14, sind wir bei 17. Dann können wir diese Artillerie noch zu Napoleon schicken und zu Shes Korps. Sorry, dass ich da hier vor der Kamera rumhantiere. Auch. So, das heißt, wir würden Marengo schlagen. Wir würden Turin schlagen, hoffentlich ohne viele Verluste. Und dann müssen wir noch einen Gewaltmarsch hinkriegen, um hier Melas und die Garnison von Savona stellen zu können, um hier den überlegenen Sieg mit 30 Siegpunkten hinzubekommen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Schlacht hier. Marengo. Der Gegner hat 4 Nachschubpunkte, gibt 2 davon aus, um den Fog of War Wurf zu modifizieren. 5 plus 2 macht 7, 5. Transferiere 2 feindliche Nachschubpunkte zu uns. Ja, das ist doch hervorragend. 2 Punkte zwar nur bisher, aber das war wichtig. Der Gegner hat keinen Nachschub bekommen. Das heißt, die sind überrannt, gehen raus. Wir müssen keine Schlacht schlagen in diesem Fall. Monsi hier, der könnte ja theoretisch verstärkt werden. Und dann kommen wir zur Schlacht bzw. Belagerungsschlacht von Turin, die wir uns dann auf dem Schlachtfeld anschauen.